Meine lieben Damen und Herren, die hier stehen, heute haben wir einen ganz besonderen Tag. Heute, wie ihr wisst, ist Reformationstag. Ein Feiertag. Martin Luther hat damals das Christentum zum Vorteil reformiert. Und dies, wie wir finden, die hier heute stehen, sollte auch mit dem Islam passieren, damit wir wirklich in Frieden zusammen leben können. Denn so wie der Islam ist, ist er nicht friedlich und wir können nicht in einer Demokratie mit der Scharia leben. Ich weiß, dass wir hier viele Gegner haben, dass viele Menschen leider immer noch ihre Augen vor dieser Gefahr verschließen. Aber deshalb sind wir heute hier. Heute steht hier Migra and Friends. Saeed Khan, der Islamkritiker. Wer ist Saeed Khan? Warum steht er überhaupt hier? Er kommt selber aus einem islamischen Land. Er ist in Pakistan geboren. Und wenn ihr euch ein bisschen informiert habt, ist das eins mit der schlimmsten islamischen Länder. Er hat dort früher eine Studentenbewegung gegründet. Mit 80.000 Studenten, die alle im Islam geboren und aufgewachsen sind und gesagt haben, die Scharia und der Islam ist die Hölle auf Erden und sie wollten den Islam reformieren. Sie haben mit Herrn Khan dort Kundgebung abgehalten, wie wir dies hier machen. Aber was ist dann passiert? Ganz viele von den Extremisten und Salafisten sind natürlich aufmerksam geworden und sind zu den Kundgebungen hingegangen und haben sie reihenweise abgeknallt. Und das ist die friedliche Religion, der Islam? Nein. Eine Religion, die nichts anderes neben sich duldet, ist keine friedliche Religion und meines Erachtens auch keine Religion, sondern eine gewalttätige Ideologie. Genau so ist es. Selbst der pakistanische Staat hat Herrn Khan dann verurteilt. Er kam in U-Haft, weil er etwas gegen die Religion gesagt hat, dass der Koran nicht vollkommen ist und dass die Religion reformiert werden muss. Dafür wollten sie ihn 14 Jahre ins Gefängnis stecken. Aber wenn man 14 Jahre in Pakistan ins Gefängnis soll, das bedeutet, nach einer Woche hat man nicht mehr die Überlebenschance. Man wird natürlich umgebracht. Gott sei Dank hat aber die deutsche Regierung, die haben das mitbekommen und haben reagiert und haben Herrn Khan geholfen, dass er nicht verurteilt wurde zu den 14 Jahren, sondern haben ihn vorgerettet. Und so ist er hier nach Deutschland hingekommen. Und er fühlt sich so verbunden mit diesem Land, dass sie ihm so geholfen haben, dass er komplett seine Kultur und auch diese gewalttätige Religion abgelegt hat. Islam bedeutet nicht Frieden. Nein, Islam bedeutet auf keinen Fall Frieden. Islam bedeutet Unterwerfung übersetzt. Und das müssen die Menschen endlich begreifen. Und selbst hier, nur weil er das Buch geschrieben hat, der Islam gehört nicht zu Deutschland und die Verbrechen des Propheten Mohammed, hat er mittlerweile 3 Anschläge auf sich gehabt. Der Pierre Vogel, vielleicht kennen ihn einige, das ist ein konvertierter Deutscher. Ich muss ehrlich sagen, Schande für Deutschland, ja? Bravo! Hat 30.000 Euro Kopfgeld auf Herrn Khan ausgesetzt. Und Sie können sich vorstellen, wo wir herkommen, wie viele Probleme wir haben, ja? Wie viele Leute hinter uns her sind, wie sie uns beschimpfen, wie sie Herrn Khan nach dem Leben trachten. Selbst wenn es hier vielleicht noch nicht so ist, aber ich kann euch sagen aus Erfahrung, es wird so kommen. Es wird so kommen, denn keiner, der sich offen, deutlich gegen den Islam wehrt und sagt, was er denkt und fühlt und was für Erfahrungen er gemacht hat, und besonders wie er kann, wenn er Ex-Moslem ist, sie werden bedroht, sie werden verfolgt. Und wenn es bei ihm schon ist, dann glauben Sie mal nicht, in einem Jahr können Sie es selber sein. Das ist auch gut so. Deshalb sind wir auch ganz oft da vertreten von Stadt zu Stadt und reden da. Bravo!
Denn wir denken auch, es ist ganz wichtig, wenn es wirklich Liberale, Muslime gibt oder überhaupt Migranten, die sich hier mit Deutschland verbunden fühlen und sagen, hier habe ich meine Heimat, hier möchte ich leben, hier, ich akzeptiere die Kultur, ich akzeptiere die Demokratie und finde das auch besser und ich möchte auf keinen Fall nach der Scharia leben. Und ich weiß eigentlich, es gibt einige, aber die sind alle auf Deutsch gesagt zu feige, auf die Straße zu gehen. Die sitzen lieber zu Hause und lassen sich unterbuttern, aber wir nicht. Wir haben gesagt, wir gehen auf die Straße und wir hoffen, dass noch mehr von uns auf die Straße gehen. Denn wenn wir Deutschland retten wollen, müssen wir zusammen, gemeinsam dagegen angehen, Hand in Hand. Und jetzt übergebe ich das Wort an Herrn Kahn. Entschuldigung, ich glaube, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, weil ich gerade so ärgerlich war von einigen Kommentaren. Ich bin übrigens Marion Frigette, ich bin selber halb Migrantentochter, halb Deutsche. Und ich übersetze für Herrn Kahn, weil vieles ist es doch ein bisschen schwierig, in Deutsch auszudrücken, besonders wenn man emotional über etwas redet. Und ich werde so gut wie es geht für Sie dann übersetzen. Meine Damen und Herren, ich komme aus von Islam und ich kenne Islam. Der Islam und Demokratie kann nicht leben in einem Land. Islam! Absolut hat keine Meinungsfreiheit, absolut keine Frauenrechte, menschliche Rechte und absolut Islam glaubt die Scharia und überhaupt nicht Demokratie. I wrote a book, Islam doesn't belong to Germany. And I wrote this book in this light, the truth actually. Ich habe das Buch geschrieben, der Islam gehört nicht nach Deutschland. Und in diesem Buch steht nichts als die Wahrheit, meine eigenen Erfahrungen mit dem Islam. Islam gehört nicht zu Europa und Islam gehört nicht, wo Demokratie wächst. Und Menschen wollen leben mit Freiheit. Der Islam gehört nicht nach Europa. Der Islam gehört in kein Land, wo die Demokratie ist und wo wir in Frieden miteinander leben wollen. We are not against to take a refugee in this country, actually. Wir sind nicht komplett dagegen, Flüchtlinge aufzunehmen. But Germany and Europe, we have opened our border for refugees and welcome there so they can revive Islam in this country actually. Aber wir haben unsere Grenzen so weit geöffnet, dass wirklich jeder Flüchtling ist und hier reinkommen kann und hier seinen Islam weiter verbreiten will. In these refugees, even there are so many terrorists who came in this country and who will take an opportunity for civil war or they wanna bring by violent Islam in this country and Europe actually. Und gerade diese massenweise Einwanderung und unkontrollierte Einwanderung von den Flüchtlingen, da sind so viele unter denen, die wirklich extrem sind. Und die wirklich für die ISIS und wie sie alle heißen arbeiten. Und sie werden hier als Maulwurf, kann man sagen, reingebracht in unser Land. Und natürlich werden sie alles machen und an die Macht setzen, dass der Islam wächst und wächst. Und wir merken es noch nicht mal. Barack Obama and Bush in America. Merkel is in Germany und England coming. They had große Fehler gemacht, when they had gesagt, that Islam auch gehört zu Deutschland. Egal, ob es Amerika ist mit Barack Obama oder hier Deutschland mit Merkel oder in England, ja,
Sie haben einfach den großen Fehler gemacht, die Grenzen zu öffnen und zu sagen, der Islam gehört zu unseren Ländern. Der hat grüne Licht gegeben. Und das alles, was passiert, dass alle Grenze ist auf, kann nicht sein, zufällig eigentlich. Das heißt, Moment, Deutschland hat 521.000 Flüchtlinge genommen. Jede Flüchtlinge kostet 36.000 bis 40.000 Euro. An der Seite, Deutschland hat kein Geld für die Rente, für die Arbeitslosen, für die Sozialen. Das heißt, in Saudi-Arabien, die reichen Länder nehmen keine eigenen Flüchtlinge. Das ist ihr Bruderland eigentlich. Das große Problem ist, wir nehmen sie auf und auf. Und uns muss aber bewusst sein, dass jeder Flüchtling, der da ist, egal ob es jetzt ein Kriegsflüchtling ist, was wir gerne aber unterstützen möchten, oder ein Wirtschaftsflüchtling, pro Person sind das 35.000 bis 40.000 Euro im Jahr. So viel verdient teilweise noch nicht mal hier, was heißt teilweise, die meisten von uns werden das im Jahr nicht verdienen für ihre ganze Familie. Und dies geht pro Kopf. Das muss man sich überlegen. Saudi-Arabia have 3 million tanks with air condition. And they can take a 3 million refugees. But the King Fahad said, we don't want even one refugees. Saudi-Arabien, die ja eigentlich die Pflicht hätten, ja, ihre Glaubensbrüder und Schwestern aufzunehmen. Und sie hätten auch die Chance, sie haben Zelte klimatisiert, um 3 Millionen Flüchtlinge aufzunehmen. Aber nicht einen einzigen nehmen sie. Sie sagen, nein, die nehmen wir nicht auf. Eine Schande ist das für sie selber, für den Islam. Tolles Beispiel. Und woher wissen Sie das? Sind Sie da gewesen? Und Qatar, Qatar, they had, they took only 46 refugees. Explain. Und Katar hat 46 Flüchtlinge aufgenommen und davon sind 37 wieder zurückgeschickt worden. Question is, we have a no special contact that we will get this refugees actually. Was haben wir für Verpflichtungen, dass wir komplett alle aufnehmen müssen? Merkel, go home! Yes! Yes. Merkel, Obama, go home. Naja, wir sind doch alle fett genug, wir können doch alle helfen, ne? Naja, wir wollen, ne? Alle aufnehmen. I would like to explain you something. Where Islam goes, there peace destroyed, actually. Ich möchte Ihnen gerne etwas erklären. Da, wo der Islam hingeht, automatisch zerstört er den Frieden. Bildung, Education go down. Die komplette Bildung geht runter. Because Quran und Islam, he inspired violence. Der Koran beziehungsweise der Islam, er lehrt nur Gewalt. Islam inspired no freedom for any other religion actually. Er inspiriert die Menschen, dass es keinen Frieden geben sollte für andere Religionen. Islam inspired Hass and Islam believed by violence to ruin the world actually. Er inspiriert seine Mitglieder im Islam zu Gewalt oder beziehungsweise er ruft zu Gewalt auf und sagt auch, dass man mit Gewalt die Welt erobern kann. Islam grow in Europe, we do not have our peace actually. Wenn der Islam weiter so wächst hier in unserem Europa und in Deutschland, werden wir hier nicht mehr friedlich leben können, so wie wir es im Moment noch haben.